Wenn Borussia Dortmund jetzt kein Meister wird, sind sie wirklich, wie Söder sagt, zu dumm, um Meister zu werden. Dann werden sie es nie wieder. Liebe Wettfreunde, ja, wieder einmal ein unglaubliches, schier unglaubliches Wochenende, das wir hinter uns gebracht haben. Und wer ist wieder im Mittelpunkt? Natürlich Bayern München. Übrigens nicht mehr der Tabellenführer der Bundesliga. Das ist jetzt Borussia Dortmund. Aber wie kommt es dazu? Die Bayern, ja, oftmals ja, dargestellt als der beste Kader, den Bayern München jemals hatte. Das liegt wohl klein wenig daneben, denn der beste Kader, den Bayern München vielleicht jemals hatte, bringt mit die schlechteste Leistung, die ein solcher Kader überhaupt auf die Beine stellen kann. Es hat mehrere Gründe. Intern muss irgendwas nicht stimmen. Andererseits ist vollkommen klar, wenn ich Flügelspieler habe, ja, die besten in der Welt, fünf, sechs, nehmen wir Müller und Musiala dazu, acht der besten Flügelspieler der Welt. Davon können wir maximal drei, vielleicht, wenn alles schief läuft oder gut läuft, vier spielen, habe ich also eine Unzufriedenheit im Kader, der seinesgleichen sucht. Darüber hinaus darf man nicht vergessen, Bayern München hat die meisten Spiele abgestellt für diese eigenartige, unsägliche, für uns Deutsche unsägliche WM. Die Franzosen kamen, ja, zu spät zurück, denn sie waren ein bisschen Endspiel. Alle anderen, die Deutschen natürlich die ersten, die wieder da waren, alle anderen trödelten so langsam wieder ein. Man darf nicht vergessen, ein Weltmeister, Hernandez, kam verletzt zurück. Keine Chance, irgendwo wieder einzugreifen. Ein Mané wurde verpflichtet. Eigentlich einer der besten Offensivspieler der Welt. Zweifelsfrei, aber leider kein Neuner. Der war übrigens auch bei der WM nicht dabei, aber schwer verletzt. Also vermeintliche Leistungsträger sind ausgefallen. Der Trainer, damals noch Nagelsmann, konnte nicht zurückgreifen auf ein komplettes Vorbereitungsprogramm. Und von daher war irgendwo im Falle das, was schieflaufen sollte, absehbar, dass die Bayern mental und vielleicht eben auch körperlich einbrechen. Die Statistiken sagen alles aus. Bis zur ersten Halbzeit, genauso wie am Wochenende, glänzt Bayern München mit fantastischem Fußball, aber dann geht's los. Körnchen sind nicht da, der Wille möglicherweise ist nicht da, der Zusammenhalt ist nicht da, es ist keine Mannschaft auf dem Platz. Und sobald die ersten Widerstände kommen, und die kamen jetzt gegen Mainz ja auch, 1-0 Führung, Spiel unter Kontrolle, bricht diese Mannschaft zusammen. Darüber hinaus darf man nicht vergessen, ein Lewandowski vorne ist nicht zu ersetzen. Und obwohl Bayern München den zweit-, dritt-, viertbesten Torhüter geholt haben, den man hätte holen können mit Sommer, Manuel Neuer ist auch nicht zu ersetzen. Und wenn da keine Achse vorhanden, dann ist die Erklärung klar, warum Bayern München im Augenblick Jäger ist. Und ich glaube sogar sagen zu können, Jäger in einer Rolle, in der sie noch nie waren, ist schwer. Ist schwerer als ein Titel bzw. einen Punktevorsprung zu verteidigen. Bayern hat im Prinzip ja bereits einmal, schon einmal, 9 bzw. 10 Punkte auf Borussia Dortmund abgegeben. Jetzt haben sie einen Punkt Rückstand und jetzt müssen sie aufholen. Es wird verdammt schwer. Bei den Wettanbietern ist Bayern München immer noch leicht vor Borussia Dortmund. Bei mir sieht es ein klein wenig anders aus. Borussia Dortmund leicht vor dem FC Bayern München. 50-50 würde ich sagen, 49-51 für Borussia Dortmund. Die paar Prozente, die 2% Unterschied macht die Intelligenz aus, die Spielintelligenz, nicht die normale Intelligenz. Und wenn Borussia Dortmund jetzt kein Meister wird, sind sie wirklich, wie Söder sagt, zu dumm, um Meister zu werden, dann werden sie es nie wieder. Die Bundesliga bleibt spannend bis zum letzten Spieltag. Der Kampf um die internationalen Plätze, ja, im Prinzip angeführt von Union Berlin. Dortmund und Bayern sind eh qualifiziert, Union Berlin und Freiburg sensationell, bis Wolfsburg zieht sich's runter. Wir haben Spannung bis zum letzten Tag. Quo Vadis, Hertha BSC. Ich habe es auch mal erlebt, in den 90er Jahren als Trainer von Hertha BSC in der ersten Liga. Ich war der dritte, Klammer auf, Klammer zu, vierte Mann, der versuchen sollte, das Schiff wieder in die richtige Richtung zu bringen. Es hat übrigens nicht geklappt. Und von 1990, 91 an bis heute hat sich Hertha BSC ab und zu mal nach oben bewegt, aber verändert hat sich gar nichts. Egal wer an der Linie steht, der arme Kerl ist hier hoffnungslos, hoffnungslos ausgeliefert. Ein Kader gegenüber, ich weiß nicht, wer ihn zusammengestellt hat, der mit absoluter Sicherheit mit Bundesliga nichts zu tun hat. Jeder einzelne Spieler eigenartigerweise großklassig, mit dem Ziel, in der Champions League zu spielen, aber gemeinschaftlich findet gar nichts statt. Der Trainer ist hoffnungslos überfordert, weil er keinen Einfluss hat. Er schmeißt einen Spieler raus, weil er sich nicht an der Gesamtheit beteiligt. Ein Spieler, der aber bisher so gut wie gar nicht gespielt hat, keine Rolle gespielt hat. Er setzt also Zeichen,
Aber er merkt irgendwo auch, es müssen Siege her, egal wo sie herkommen. Und es ist Hertha BSC, einfach ohne Hoffnung. Und ohne Hoffnung wird man die Liga logischerweise nicht halten, denn die Klasse haben sie eindeutig nicht. Der Abschiedskampf bleibt spannend. Hertha BSC ist für mich, tut mir leid, Paul Werner, aber so gut wie abgestiegen. Leider sind zwei blau-weiße Vereine mit dabei, Schalke 04, kämpfen bis zum geht nicht mehr in Freiburg, aber hoffnungslos unterlegen. Der VfL Bochum, zweite Matchpoint, abgegeben. Nach der Niederlage zu Hause gegen Stuttgart verlieren sie 1-5 gegen Wolfsburg. Das tut verdammt weh. Der VfB Stuttgart holt einen Punkt in Augsburg, die sich damit verabschiedet haben, die Augsburger, aus dem Abstiegskampf. Die letzten vier machen es unter sich aus, aber es wird ein spannendes Rennen bis zum letzten Spieltag. Alle spekulieren zumindest noch mindestens auf den rettenden Platz, den VfL Bochum im Augenblick hat, oder eben Relegation. Denn dann über den HSV, wie es im Augenblick aussieht, weiterzukommen, da wäre normalerweise noch eine Chance gegeben. Bleibt gesund, bleibt sportlich, euer Peter Neururer.